lol. Ja, anstrengend. Also wir haben hier für ein paar Euro dieses klapprige Boot gekauft. Dann noch die Paddel dazu. Ja, und dann sind wir rumgeschippert. So, kleine Bootstour vorbei. Jetzt haben wir noch zum Garten. Gucken mal, was da so wächst. Wir haben da schon zig Zucchinis rausgeholt dieses Jahr. Und ich glaube, heute werden wieder da noch ein, zwei neue sein. Diese Geschichte mit dem Boot, ja, ist ganz witzig. Also, wir haben das Ding bei Postenbörse gekauft für irgendwie 30 Euro oder was. Und dann düsen wir ab und zu mal rum, weil wir haben diese Fitnessstudio-Mitgliedschaft abgemeldet. Weil irgendwie, ja, macht man da zwar seine Übungen, aber so richtig Fortschritte habe ich nicht gesehen, obwohl wir dreimal die Woche da waren und ich auch immer wohl 10 Kilometer gelaufen bin. Oder eine Stunde bei, wie viel Watt sind das immer? 160 Watt, 170 Watt, sowas um den Dreh. Aber irgendwie passiert da nichts. Und da dachten wir, komm, machen wir lieber Real-Life-Sport, anstatt so einen Kram zu machen. Das war super anstrengend. Für dafür oder nicht? So. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Noch eine Erdbeere. Die Tomaten, die da rumliegen. Ja, wieso? Die lass die doch wachsen. So, im Boden, meinst du, das klappt? Die sind doch noch an ihrer Pflanze. Wenn ich die jetzt abpflücke, die werden nicht mehr reif. Sicher? Ja. Das habe ich letztes Mal probiert. Weil hier ist alles voll, ne? Ja. Ganz viele Tomaten. Boah, guck mal. Was ist los, Schweini? Doch jetzt, ne? Aber aus der Hand nicht. Oh ja, krass. Eine Unkrauteiche. Guck mal, so sieht das aus, wenn aus der Eichel dann eine Pflanze wird. Starke Pflanze, ne? Krass, ey. Ja. So, wir haben Oregano, Basilikum, ja, und Erdbeeren. Erdbeerableger. Die müssen wir mal zu Hause jetzt verarbeiten. Füll Milch auf. Oh, guck mal, das sind richtig dicke. Ja. Nice. Ja, nice. Ich will noch ein paar essen. Ja, kannst du ja. So, Erdbeeren sind eingepflanzt. Mal gucken, ob daraus noch was wird. Hier drin auch. Zum Trocknen schon Sachen hingelegt. So, das trocknet jetzt die nächsten paar Tage und dann mach mal auf, haben wir aufmachen. Okay.